Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt namens The Novelist. Zu Deutsch der Schriftsteller, beziehungsweise ich glaube Romanschriftsteller. Ja, wir spielen ein neues, nicht ganz neues, ein weiteres Indie-Game. Gibt es für ein paar Euro auf Steam. Und ja, ich habe keine Ahnung, worum es da genau geht. Ich habe es mal ganz kurz angespielt, um zu gucken, wie es funktioniert, ob es läuft. Und davor hatte ich mal einen Bericht gelesen, deswegen hatte ich es mir auch zugelegt. Es soll irgendwie so eine Geschichte von einer Familie erzählen und das soll ganz schön heftig sein, beziehungsweise es kann heftig sein, denn wir übernehmen irgendwie die Rolle eines Art Geistes und können deren Schicksal vielleicht verhindern, vielleicht aber auch nicht. Mehr weiß ich davon nicht, aber ich fand, das klang schon sehr interessant. Ihr merkt schon, das ist so eine Art Adventure. Ja, das Ganze ist komplett auf Englisch, das heißt, aber hey, sofern ich Englisch lesen kann, verstehe ich eigentlich relativ viel. Und hier muss man größtenteils lesen, von daher nicht so schlimm. Großartig vorlesen werde ich nicht, das tue ich, also die Aussprache tue ich euch nicht an, muss ich auch nicht, denn die Protagonisten lesen, wie es scheint, das meiste sowieso. Und ja, falls ihr Englisch überhaupt nicht könnt, ich versuche es wie gesagt immer in ein paar Sätze zusammenzufassen, was da stand und worum es geht. Und sollte ich mich da mal vertun, so tut es mir leid, aber ich bin mir sicher, dass unter uns auch wieder so die richtigen Englisch-Profis dabei sind und die korrigieren mich da, falls ich da irgendwas missverstanden habe. Gut, aber irgendwie werden wir insgesamt dieses Spiel schon schaukeln und durchleben. Ich bin sehr gespannt. Wir beginnen ein neues Spiel. Wie gesagt, mein kurzer Testdurchlauf, der wird jetzt überschrieben. Da fängt es auch schon interessant zu werden. Es gibt nämlich zwei verschiedene Schwierigkeitsgrad-Modis. Zum einen Stealth, das bedeutet, der Kaplans, also die Familie heißt Kaplan, so wie ich das mitbekommen habe, die können mich sehen. Ich bin ja irgendeine Art Geist oder Existenz, das weiß man ja nicht genau. Die können mich sehen und wenn die mich sehen, dann kann das sehr nachteilig sein. Also ich glaube nicht, dass es eine Art Game Over in diesem Spiel gibt, aber wenn die davon überzeugt sind, dass es in ihrem Haus spukt, dann habe ich, glaube ich, ein kleines Problem und kann denen nicht mehr helfen. Aber es gibt Möglichkeiten, sich zu verstecken. Die Story-Methode ist wohl die einfachere. Da kann man nicht gesehen werden. Und man hat natürlich dann auch die Vorteile, dass man sich nicht verstecken muss. Aber ich finde dieses Element ehrlich gesagt interessant. Ihr findet das bestimmt auch interessanter. Deswegen werden wir den Stealth-Mode wählen. Und bleiben somit immer vorsichtig. Und wir machen dieses Tutorial, weil es ist auch für euch interessant, die ganzen Game-Features zu erleben. The Novelist. This is it. Wow, look at this place. Still can't believe the deal we got. Where's my room? Right up there, buddy. Ja, die klassische Geschichte. Eine Familie zieht in ein neues Haus ein und da drin spukt. Aber ob wir ein netter Spuk sind oder ein bösartiger, das wird sich noch herausstellen. Ja, dann schauen wir uns doch mal um. Ich kann mich mit WASD bewegen. Ihr seht schon, der Grafikstil, der ist, ich weiß nicht, wie man den nennt, aber es gehört nicht einer zu meinen Lieblingen, aber es stört mich jetzt nicht wirklich. So, ich kann mich umgucken, wie gesagt, und ich kann Texte lesen. Das ist so ungefähr der einzige Text, der nicht, der keine Synchro hat. Ich werde das jetzt nicht lesen, ich werde es nur zusammenfassen. Da wurden wir einfach von Pete Fuller begrüßt zu unserem Häuschen für diesen Sommer. Wir haben das gebucht bis zum 31. August. Ja, wenn wir essen wollen, müssen wir in die Stadt gehen, zu McClentons und so weiter und so fort. Das ist einfach nur ein kleiner Begrüßungstext. Und soll uns jetzt einfach sagen, ja, mit der Leertaste liest man Sachen. So, wenn ich jetzt hier einfach so rumwuseln würde, dann würden mich die Leute eventuell sehen. Ich kann aber mit Lichtquellen agieren, mit jeder Lichtquelle, die ihr hier seht. Das sieht man ja auch, dass die so weiß umrandet sind. Wenn ich da jetzt Space drücke, dann
bin ich für die Kaplans unsichtbar. So, also wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne jetzt nur den Anfang, deswegen kann ich euch das so wunderschön erklären. Ja, ich bin jetzt unsichtbar, solange ich da drin bleibe. Ich kann von Lampe zu Lampe switchen, die ich sehe. Da bleibe ich auch unsichtbar. Aber sobald ich mit WASD spiele, so, dann bin ich halt eben wieder ein gefundener Geist oder so. Deswegen, ich bleibe mal in den Lampen drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die rumstehen. So. Aber man kommt nicht immer durch die Lampen an das, wo man eigentlich hin will. Ah, hier ist die Tür offen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sechs Tage später. So, die We'll be back in a little bit. Okay. Okay. Mutter und Sohn, wenn ich es richtig gesehen habe, scheinen das Haus zu verlassen. Also sind wir mit Dan, so heißt unser Protagonist, alleine. Und hier steht jetzt unser Ziel, was wir überhaupt machen sollen. Die Charaktere, die haben unterschiedliche Probleme, Gedanken und so weiter und so fort. Und wir sind ein netter Geist, zumindest habe ich das jetzt in diesem Durchgang so vor, und versuchen denen, soweit wie es geht, zu helfen. Aber je nachdem, wem wir helfen, wie wir helfen und bei wem wir es verkacken, kann das Ganze in sehr viele unterschiedlichen Wegen ausgehen, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen, los. Es ist jetzt auch gleich der Moment gekommen, dass es blind für mich wird. Dauert gar nicht mehr lange. Ja, Writer's Block. After a week, das soll uns jetzt nur sagen, dass er angefangen hat zu tippen anscheinend, unser Schriftsteller. Deswegen ist er wohl hier. So, ich soll return to the office upstairs and look for a clue. Also ich soll in sein Büro gehen und nach einem Hinweis suchen. Das kann ich natürlich machen. Das werde ich auch machen. So, ich sollte mir angewöhnen, immer schön... ja, immer schön mit den Lampen rumzulatschen. Ich glaube, die sind wirklich so verteilt, dass man da eigentlich relativ sicher rumporten kann, ohne gesichtet zu werden. So, und ich glaube, ich sehe da auch schon was. Das muss ich mir eben mal schnappen. Writer's block. I can't believe I just wrote that. Writer's block. There, again. Those two words are apparently the only damn thing I can write. I don't think it's been this bad since high school. Mr. Holder's class, an essay about Faulkner. Dan Kaplan, little-known author of Tramer's Way and Windsong, has run out of steam. Closed my eyes last night and saw a Literary Register article about myself. That was the first line. Paul wants three chapters next week, and so far I've got 2,000 words so sloppy I can barely read them. I cannot blow my schedule. Paul said Grofield's been very clear about what comes next if I keep slipping deadlines. Why did this happen as soon as we got here? This was supposed to simplify things, but so far it's been nothing but staring at a blank page. Maybe a walk will help. Or a long drive. Or a drink. Okay, also er hat anscheinend eine gewisse Schreibblockade. Warum hat eigentlich jeder, wirklich jeder Schriftsteller in Spielen und Filmen Schreibblockaden? Na egal. Auf jeden Fall, er kriegt nichts auf die Reihe. Er müsste eigentlich drei Kapitel innerhalb von 2 Wochen schreiben. Sein Manager oder so, keine Ahnung, der heißt auf jeden Fall Paul. Das sollten wir uns vielleicht auch merken. Und ja, er hat eine Blockade, er weiß nicht, was er machen soll. Vielleicht ein bisschen rausgehen, vielleicht was trinken. Naja, mal schauen, für was er sich entscheidet. Und hier steht es auch nochmal, jeder Charakter hat eine gewisse Anzahl von Gemälden, Tagebüchern, was weiß der Geier was. Und wir haben eins von Dan gefunden. Und wenn wir ihm helfen wollen oder den anderen, dann müssen wir eben noch mehr erfahren. So. Dann wollen wir mal schauen. Ich kann hier nicht das hier mir angucken. Ich kann auch seine geknüllten Dinger nicht angucken. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Look for Dan in the upstairs bedroom. Okay, dann gucken wir mal, wo sein Schlafzimmer ist. Oh, das ist jetzt blöd, da kann ich nicht mehr porten. Ich hätte gerne die Lampe da hinten, aber die ist anscheinend zu weit weg, hä? Ach komm, dann latsche ich halt mal ein Stück. Er ist ja gerade nicht da. So, hier mal. Ich glaube, da muss ich wirklich mal selbst gucken. Nee, das ist das Kinderzimmer offensichtlich. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, man darf sich auch nicht so viel Zeit lassen. Jetzt am Anfang ist alles noch mehr oder weniger getriggert, aber wenn ich später so blöd rumirre in meinem eigenen Haus,
dann kann das sein, dass man eine Chance halt verfehlt, um einer gewissen Person zu helfen, weil die jetzt sonst für den Alltag jetzt nachgeht. So, hier ist jetzt Dan. When you look at a character, you can press space to see what they're thinking about. Das mache ich gleich. Ich will erstmal sicher hier rein. So, mein Freund. Da wollen wir doch mal gucken. Wir wollen seine Gedanken hören. Ja, wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht klappt, ja, er macht sich halt Sorgen um sein Buch. Und jetzt kommt noch ein weiteres Spielelement rein, eine Wolke. Wenn diese Wolke kommt, können wir in diese Gedankenwelt quasi eindringen und das, was schon mal geschah, beobachten. Und das gibt natürlich auch nochmal Hinweise. So, das machen wir, indem wir auch die Space-Taste drücken. Nee. Sneak up behind, denn achso, ich muss richtig hinter ihn. Okay, Moment. So. Find time for Tommy. Ah, jetzt bin ich drin. Okay, jetzt bin ich... oder doch nicht? Nee, ich bin immer noch... Moment. Explore... Ah, so muss es heißen. Explore Memories. So. So war das. So. Nun sind wir in seiner Gedankenwelt. Und wir müssen diesen akustischen Geräuschen nachgehen, denn da spielt sich diese Erinnerung ab. Ja, ihr merkt, das Ganze ist doch schon ein bisschen mal was anderes. Und genau deswegen interessiert es mich ja auch so. Hier ist zum Beispiel eine Erinnerung, die wir jetzt quasi auf Play drücken können, indem wir Space drücken. Do you think coming here will help? Eins von drei. It has to. It has to. Okay, ja. Also sie hat gefragt, meinst du, ob das hier funktioniert und klappt? Und seine Antwort, die haben wir ja in der Gedankenwelt vorhin da gelesen. Es klappt eben nicht. Aber er hat zu ihr gemeint, es muss einfach. Oder so ähnlich. So, und da unten, da ist der Junge. Jetzt können wir auch nicht entdeckt werden. Also, ach nee, das ist auch Dan. Okay. Das ist, wie gesagt, die Gedankenwelt. Das. Wir können das auch lesen, was er da hat. Aber ich will erst seine Erinnerung, oder... Ah ne, das kann ich anscheinend nicht. Ich muss lesen, okay. Dann will ich lesen. Tommy rode into town with me today. He saw some kids his age playing on the swings at the park, and I could tell he wanted to go play with them. It got me thinking. Did we swing the pendulum too far just to get him away from those bullies? Kids can bounce back quick sometimes. What if this is the worst thing we could have done? Then he asked how Daddy's book was going, and without even thinking, I said, great, my man. Felt awful right away. It's a white lie, sure, but why not be honest? When he was younger, he was just a bundle of physical needs, but now he's like a mental, emotional sponge. He's around Linda and me all the time, and I can see him changing every day in a thousand small ways. That scares the hell out of me. What am I teaching him with a white lie? Yeah. Ja, also er war mit seinem Jungen unterwegs und, in der Stadt und er hat eben, der Junge hat eben gefragt, na, wie kommt Papi mit seinem Buch voran? Und er, ja, ja, prima, prima. Und naja, es stimmt halt nicht. Es stimmt halt einfach nicht. So, jetzt haben wir alle Memories gefunden. Jetzt können wir natürlich aus dieser Gedankenwelt wieder austreten. So, und dann, ich verstecke mich mal lieber, nicht, dass der sich gleich umdreht. Oh. Dan, we're back! So, und jetzt sind Linda und Tommy, so heißt die Familie von Dan, sind jetzt auch zurück. Und wir können ja jetzt mal gucken, ob die beiden auch irgendwas im Haus haben, was wir uns angucken könnten, damit wir mehr über sie erfahren, damit wir ihnen helfen können. Und ja, jetzt kommt es halt drauf an, wem widmen wir mehr Aufmerksamkeit, wie stellen wir uns an, von wem werden wir gesehen und von wem nicht. All das kann Einfluss haben. Und ab jetzt wird das Spiel... für mich blind. Ja, jetzt kann ich euch nichts mehr Tolles erzählen. So, jetzt erleben wir das gleichzeitig. So, erstmal gucken, ob ich... Jawohl, da kann ich irgendwie wieder runterhuschen. So. So, wo seid ihr denn, Family? Wo seid ihr denn? Puh. Oh Gott, er hat mich erschreckt eben. Ich habe schon gedacht, er sieht mich. Nein, der spielt da mit seinem Auto. Okay. Gedanken lesen. Just one night. Okay. Processes? Kann ich? Nee, Quatsch, kann ich nicht. Wish I could help Daddy. Hey, na, die macht's. What you doing? Die Racing. Hey, how's it going? Good. Okay.
Die machen sich natürlich auch Sorgen um Daddy. Was macht er jetzt? Bisschen abchillen vom Fernseher anscheinend. Gut. Da mal gucken, was die anderen beiden machen. Oh, wir können wieder... So much, no time to paint. Moment, wir können, glaube ich, wieder in ihre Gedankenwelt, oder? Nee, jetzt ist er auf einmal nicht mehr. Jetzt hat sie keine Wolke mehr. Aber ich habe da ein Buch gesehen. Und da hängt ein Bild. Da müssen wir aber warten, bis sie das den Raum verlassen hat. Vielleicht kann ich jetzt in ihre Gedankenwelt, wenn ich wieder so nach hinten gehe. Ja. So, okay. Search the house for... Writings and Drawings? Nee, ich dachte jetzt... Dem akustischen Signal muss ich doch jetzt erstmal nachgehen. Ich gehe mal dem akustischen Signal nach. Erinnerung. Aha. I think we've done a good job of putting on happy faces for Tommy. If he knows there's something wrong, he's not showing it. We told him this is just a fun family vacation, and he seems to like it here so far. But this might be it for Dan and me. Neither one of us has said the word yet, but I know it's right there under the surface. We've been dancing around it. I can't even bring myself to write the word here. Writing it would be almost as bad as saying it, because once it's there, it becomes real. A thing we have to deal with. I'm not ready for that yet. We agreed to make this a fresh start. I meant it, I think he did too. Now we just have to treat each day like a new beginning. Okay, da hört man eindeutig raus, da ist anscheinend schon mal was vorgefallen und anscheinend ganz bösartiger Streit. Wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Wort, das sie jetzt da nicht sagen wollte, dass sie sich vielleicht halt trennen wollten. Aber sie sind eventuell jetzt guter Dinge, hier einen Neuanfang machen zu können in diesem neuen Haus. Okay, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Das hängt wohl auch davon ab, was ich da so treibe. Okay. You can always press tab to see your progress. Ah ja, okay. Das heißt, Moment. Genau, diese ganzen Explore in das Memory. Ah, unser, ja, was wir gerade machen können. Okay, das ist natürlich praktisch. Denn ich höre hier immer noch ein Geräusch. Wir sind noch nicht fertig. Ah, das könnte interessant werden. I promise. Okay. War das jetzt euer Eheversprechen? Oder das ist, dass ihr es nochmal probiert? Oder? Me too. Auf jeden Fall haben sie sich was versprochen. Naja, okay, das war so viel zu dieser Erinnerung. Ich finde das, ich weiß nicht, was hält ihr von dem Spiel bis jetzt? Ich mag einfach so mal was ganz anderes. Das taugt mir so. Ich muss, bevor die sich umdreht. So, also Erinnerung gecheckt. Jetzt würde ich gerne mal schnell zum Jungen. Die Hinweise, die hier sind, die können wir ja immer noch später. Die können wir ja immer noch später uns angucken. Aber der Tagesablauf, der geht ja weiter. Der, da muss ich schnell machen, damit ich die Erinnerung mitbekomme. Ist zumindest jetzt meine Vermutung. Vielleicht, ich glaube nicht, dass sie da ewig jetzt am Fenster stehen bleibt oder so. So, was ist das jetzt? When possessing a light texture, you can press E to make a flicker, also flackern. This will cause nearby. Ah! Ah, das ist gut. Okay, wir können also mit dem Licht flackern, damit wir die Charaktere mal ein bisschen dahin ziehen, damit wir wiederum in einen gewissen Raum rein können, wenn wir gerade was lesen oder sonst was wollen. Das ist gut. Das mache ich vielleicht bei der Mutter, wenn die da jetzt nicht raus will. Aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal zum Jungen. Vielleicht ist er ja in seinem Zimmer. Nee, das ist, da kann er nicht drin sein. Da ist sein Zimmer, ja. Da bleibe ich jetzt erstmal. Der hat auch eine weiße Wolke. Wir wissen ja, was das bedeutet. Das bedeutet eine Erinnerung, die ich gerne mitbekommen würde. Mensch, aber es ist auch ein ganz schön großes Haus für eine dreiköpfige Familie, oder? So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht... Wo ist er denn jetzt hin? Ist er auf die Toilette gegangen? Nee, der ist da rein, oder? Wo Mami ist? Ah ja, jetzt kann ich. Maybe. Na? So, jetzt sind wir in seiner Gedankenwelt. Ich hoffe, der Vater hat mich nicht gesehen. Das war ein bisschen riskant. Ich glaube, der ist gerade die Treppe runter. Hat er nicht maybe gesagt? Weil, was ich nämlich noch aus meinem vorigen Spiel weiß. Aber ich habe, nee, ich habe noch keine keinen Warnhinweis bekommen, also hat er mich noch nicht gesehen. Aber ich sag's euch jetzt mal. Wenn ich entdeckt werde, dann ist dieser Charakter erstmal verwundert.
Ich muss dann schnell weg, damit er meint, er hat sich nur eingebildet. Aber sollte er mich ein zweites Mal entdecken, ist er davon überzeugt, dass es hier spukt. Und dann habe ich keine Chance mehr, mit ihm was Tolles zu machen. So, jetzt aber genug der Erklärung. Das wollte ich euch nur noch schnell sagen, weil mir das natürlich gleich beim Probespielen sofort passiert ist. So, okay, was ist hier? Are there any other kids? We'll have to find out. Mhm, scheint ja auch sehr abgeschiedene Gegend zu sein, wenn ich mich mal hier draußen umschaue. Da ist es natürlich ein bisschen schwierig, Freunde zu finden. So, aber eine Erinnerung fehlt noch. Die wird wohl oben sein, weil es so leise ist. Oder? Ja. Oh, ein Bild von Papi und Sohnemann. Okay, anscheinend, weiß nicht, hat sein Vater nicht viel Zeit für ihn, oder? Okay, okay. Auf jeden Fall, ich muss jetzt erstmal wieder abhauen hier. Hat mich der Vater gesehen? Nee, ne? Der hat nur vor sich hin gemurmelt, das finde ich gut. Der hat noch mehr gemalt und da liegt ja auch noch das Buch. Ich fände es jetzt ganz gut, wenn ihr euch mal da, wenn ihr alle mal abhauen würdet hier. Warte mal, wenn ich jetzt hier mit diesem... Oh, die unterhalten sich, ist vielleicht auch interessant. Oh, ja. Na gut, die unterhalten sich nicht wirklich. So, der Junge geht, das ist schon mal gut. Ich will jetzt, dass die mal abhaut hier. Ich will, ich werde mal mit dem Licht flackern, mit dem da. Mal probieren. Das kriegt sie ja gar nicht mit, ne? Ja, damit kann ich aufhören, das bringt ja nichts. Huch, ich bin auf dem Klo. Der Geist ist auf dem Klo. Nee, das wird natürlich nur gehen... wenn ich hier flickere, wird sie es mitbekommen, aber was wird mir das... Ach, sie geht, okay. Sie geht. Gut, jetzt werde ich mal ganz schnell das Buch mir schnappen. It's such a crazy thought, the three of us all alone in this house all summer. I never thought we could afford a place like this, but the price surprised us both when we saw it. I wonder if there's something wrong with it. Maybe it has a raccoon problem or a toilet that backs up. Guess we'll find out soon enough. Oh, and I'm painting again. I got set up today. I felt a buzz right away. So much time to work. I haven't had a space like this in forever, probably since I left the studio. I went straight into a new piece today, got lost, looked up to see it was 2 hours later. I think this new one has promise, though I still have some rust to shake off. Speaking of which, I'm gonna go check on Dan and see if his new office is doing anything for him. He's pretty frustrated. But he has to figure something out soon, or this place won't be any different than home. Mhm. Es kann übrigens mal sein, dass ich manchmal ein bisschen länger brauche, wie es gesprochen wurde, bis ich das Ganze in meinem alten Schädel übersetzt habe. Sollte ich solche Gedenkpausen haben, dann werde ich das eventuell auch sogar rauscutten. Also nicht wundern, wenn auf einmal dieses wunderschöne Piano... Liedchen im Hintergrund dann auf einmal an einer anderen Stelle weiterspielt, dann wisst ihr, ich habe noch ein bisschen länger gelesen. Aber hier habe ich eigentlich ganz gut verstanden. Es geht halt darum, dass sie sich um den Preis gewundert haben, dass das alles so doch preiswert ist. Jetzt gucken wir uns noch schnell das Bild an. Schon wieder eins von Tommy und Dan, wie sie ein Brettspiel spielen. Und jetzt schnell weg hier. Die Schritte machen mich nervös. Und ja, sie haben sich gewundert, dass es so billig ist. Wahrscheinlich, weil es hier spukt oder so. Keine Ahnung. Nee, das hat sie nicht geschrieben, aber das sag ich jetzt. ja, sie ist halt auch ein bisschen besorgt um Dan, weil er hier ein bisschen frustriert ist. Und ja, alles nicht so schön, ne? Gut, Freunde, ich würde sagen, das reicht für den ersten Part, wie ich der Familie helfen kann oder ob ich sie in den absoluten Chaos, ins absolute Chaos stürzen werde. Das seht ihr dann eventuell das nächste Mal bei Let's Play The Novelist.